So Leute, seht ihr hier, Karl und Ralf stehen hier am Panamera und es sieht einfach aus, als ob die so eine Drogenübergabe gerade machen. Karl ist halt im Sack. Wir sind hier mal wieder beim Karl oder beziehungsweise beim Ralf. Heute wird ein bisschen was abgedreht. Ein paar Themen. Ja, Sascha. Warte, ich brauche hier gutes Licht. Es gibt kein gutes Licht mehr. Ich bin hier gerade im Aufbau. Leute. Hey Leute, warte. Warte mal, bevor das Video jetzt losgeht, müssen wir mal was zur Sprache bringen, ja? Es wird ein verdammtes WhatsApp-Video. Das heißt also Karl-S auf... Nein, fuck, Alter, kein WhatsApp-Video, Mann. Ich meine ein verdammtes Instagram-Video. WhatsApp. Karl-S. Checkt's ab, da machen wir jetzt jede Woche so ein Fragevideo. Das heißt, abonniert unsere Instagram-Channels, wenn es immer um die Fragen geht. Leute, aber... Kriegt diesen verdammten Tunnelblick. Der geilste Booster auf dem deutschen Markt, Mann. Es soll heute gar nicht das Thema sein. Ich habe mir mal wieder ein paar Fragen rausgeschrieben. Die Fragen, ich muss ehrlich sagen, Mahlzeit, die Fragen waren jetzt ehrlich gesagt nicht so sinnvoll, zumindest nicht auf Instagram. Schreibt, jetzt verpiss dich mal. Schreibt also auf jeden Fall... Ich bin beleidigt, dass er so wenig Tunnelblicks gehasselt hat. Schreibt mal hier unten ins Video Kommentare, die euch, die Themen, die euch interessieren, Fragen an uns. Außerdem, der zweite Link von unten... ist die Nummer der Uschi, die der kleine Inski hier als letztes... Ja! Jetzt kommen, jetzt hauen wir die Fragen raus. So. Zieh das Video nicht so in die Länge. Ja, also... Zieh es nicht so in die Länge, komm. Wann hatten wir unser erstes Mal und Tipps zum ersten Mal? Ich fange an. Der wichtigste Tipp ist, schaut vorher viele Pornos an. Schaut vorher viele Pornos an, dass ihr wisst, was Sache ist, ja. Wenn ihr wirklich da dran geht und nicht wisst, wo der Kitzler am Start ist, ja, was da alles am Start ist, dann ist es halt scheiße. Weil ihr müsst auch denken, ihr Jungs, ja, die Mädels lassen sich im Schnitt 2-3 Jahre früher bangen als ihr, ja. Die Uschis lassen sich schon relativ früh durchknallen. Das heißt also, wenn ihr mit 16 euer erstes Mal habt, ja, dann ist es meistens schon so, dass die Braut schon den ein oder anderen Dick halt schon in diversen Körperöffnungen drin hatte. Das heißt also, die hat mehr Erfahrung, ja. Die weiß, wie die Eichel riecht und so weiter und so fort. Das heißt also, ins Kopf, gell. Es heißt also, dass sie schon Erfahrung hat, also zieht euch ein paar Pornos rein und ihr habt noch gleich einen zweiten Tipp, aber da darfst du jetzt erstmal du reinhauen. Tipps fürs erste Mal heißt das Video, das ist ein geiler Titel, Mann. Ja, genau. Reinkommen. Das ist erstmal rumpfen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ganz wichtig, Pornos schauen. Ich bin jetzt mal kurz Karl vor einem Monat, denn er wurde erst vor einem Monat entjungfert. Ja, Mann, saß immer so dran. Bis die Augen gewässert haben. So bist du gekommen. So. Also komm, okay. Hau deinen Tipp raus, Alter. Also, nee, ich sag jetzt erstmal, wann ich mein erstes Mal hatte. Das musst du nämlich auch sagen. Ich hatte mein erstes Mal mit 16 Jahren, ja. Und zwar richtig, richtig legit, ja. Legit. Und wie war es bei dir? Also legit heißt in dem Fall, dass sie halt wirklich eine Frau war, oder? Ja. Yeah. Nico war anfangs immer ein bisschen verwirrt. Er wollte eigentlich zuerst ein paar Dudes einen reinhängen, aber... Hat er trotzdem das Glück, dass er den Uschi erwischt hat, ja. Seine Mutter war auch froh drüber, als er ins Zimmer reingelaufen ist. Und der Vater war halt ein bisschen enttäuscht, weil er dachte, hey, mein Sohn hätte doch schon ein bisschen einen größeren Schniedel haben können. Aber dafür haben wir den Phallosan, klickt ihn nicht an, weil wenn ihr das macht, könnt ihr eventuell einen größeren Himmel kriegen. Das ist ja noch eine Sache. Bei mir war es tatsächlich auch mit 16 in Frankreich und ich habe den voll gechillsten Tanga von der Uschi. Ich habe nämlich mit meinem Cousin im gleichen Zimmer gepennt, habe diesen voll gefeuchteten Tanga meinem Cousin über die Fresse drüber gezogen. Ist er morgens aufgewacht so, also das hier war der Tanga, so. Und voll in vertrockneten Mösen, Chiss aufgeschlabbert. True Story, aber ich habe noch einen Tipp am Start, Mann. Hast du noch einen Tipp fürs erste Mal? Leute, wenn ihr das erste Mal habt und die Uschi bei euch liegt, okay? Ja, ja. Seid nicht aufgeregt, ja? Oder denkt nicht, das ist das absolute Hexenwerk. Es ist wirklich nicht schwierig, weil extrem viele machen sich einen harten Kopf, ja? Denken, scheiße, ich könnte übel versagen, Mann. Was ist, wenn die das nicht gut findet? Jungs, Alter, packt einfach an, steckt ihn rein, lasst euren
Fantasien freien Lauf. Ist ganz wichtig, ja. Seid nicht aufgeregt. Macht einfach. Ja, Mann. Und mein Tipp ist noch einmal, holt euch vorher einen runter. Ja? Yeah. Das nennt man in den USA außerdem Pre-Game, dass ihr nicht zu schnell abchillt. Also ich muss... Wenn sie geil ist, schau mal her. Wenn sie geil ist, ihr müsst einkategorisieren. Wenn sie geil ist, ja, dann geht ihr her, chillt euch vorher einen ab. Wenn sie mittel ist, müsst ihr das vielleicht nicht machen. Wenn sie allerdings räudig ist, müsst ihr auch davor schon euch auf dem Scheißhaus zum Handy kurz einen Porn reinziehen, ja? Und dann halt heimlich im Kopf den Film abspielen und euch halt noch, nochmal, Alter, und nochmal einen Tunnelblick rein eskalieren, dass ihr die auch richtig verheizen könnt, die Eule. Denn beim ersten Mal geht's darum, die Alte an die Wand zu fahren. Da muss ein Statement gesetzt werden. Also Leute, ihr habt's gehört. Ihr sollt die Frauen in die Wand fahren, okay? Außerdem habt ihr's auch gehört, ihr sollt einen Tunnelblick kaufen. Und ihr sollt vor allem beim letzten Video vorbeischauen. So geht's nicht weiter, Leute. Hier geht's nicht weiter. Spaß beruhigt, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.